So, 9.6. haben wir, in Düsseldorf sind wir, Börsentag ist es und wir machen uns jetzt mal auf unserer Reise zum Investor. So, wie läuft sowas ab? Wir gucken uns jetzt erstmal die aktuelle Situation an. Also wieso sollten wir uns jetzt überhaupt mit diesem Thema beschäftigen? Nachfrage scheint ja hoch zu sein, ist ja erstmal ganz spannend. Und danach werden wir uns mal einen ganz kleinen Masterplan, also damit wir halt mit den Informationen, die wir jetzt halt hier mit rausnehmen, dann auch direkt praktisch ans Handeln kommen. So, die erste große Frage ist also, wieso überhaupt an die Börse? Aktuelle Situation. Das kommt einem jetzt vielleicht bekannt vor, hat man schon mal irgendwo gesehen und wenn man jetzt in meinem Alter ist, dann hat man auch diese Zeit bis 2008 mitbekommen. Und das war eigentlich eine ganz schöne Zeit, denn wir hatten einen positiven Realzins, was natürlich dazu geführt hat, dass man problemlos sein Geld irgendwo sicher anlegen konnte und die Inflationsrate immer noch geschlagen hat. Das ist natürlich insofern eine gute Sache, als wenn man sich überlegt, ja, es gibt ja nichts Furchtbares, als wenn man sich die Mühe macht und Geld spart, um dann halt irgendwann festzustellen, dass man im Nachhinein über die Jahre an Kaufkraft verliert. Und leider Gottes hat es ja das Jahr 2008 gegeben und mit Lehman ging es dann damals alles in die Brüche, führte uns dann ganz genau hierhin, dass man jetzt hier, also spätestens so zwischen 2009 und 2010 diesen Punkt erreicht hat. So, was haben wir jetzt hier? Also wir haben halt den gemittelten Leitzins der EZB. Also was kriege ich raus, wenn ich mein Geld irgendwo sicher anlege? Den Unterschied sicher, unsicher und wieso das hier in Deutschland so eine schwammige Bezeichnung ist, gucken wir uns dann gleich auch nochmal an. Und die Inflationsrate dazu. Also das wissen wahrscheinlich die Leute hier in diesem Raum, es geht immer darum, die Inflationsrate zu schlagen. Im schlimmsten Fall legt man sein Geld halt irgendwo hin und dann irgendwann kostet der Apfel anstatt einem Euro 2 Euro, über einen langen Zeitraum gerechnet, was dann natürlich wieder dazu führt, dass wir an Kaufkraft verlieren. Das heißt, diesen Kaufkraftverlust hätten wir ganz gern durch eine Rendite ausgeglichen. Unglücklicherweise, ab 2009, ist das jetzt aber nicht mehr so. Also uns fehlt einfach die Möglichkeit, unser Geld irgendwo sicher anzulegen, um dann von da aus zu sagen, hier muss ich mir überhaupt keine Sorgen darum machen, was mein Geld macht. Ich weiß ja, da ist es sicher, wie eine deutsche Staatsanleihe, da ist da alles gesagt. So, und das Ding ist, es ist jetzt nicht besser geworden, da haben uns die Dragis dieser Welt ja versprochen, machen Sie sich mal keine Sorgen, das wird alles wieder gut. Wir spüren den Markt jetzt ein bisschen mit Geld voll und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Aber unglücklicherweise haben wir den Leitzins immer noch bei Null und die Inflationsrate zieht aber nach oben weg. Also es wird nur noch dramatischer für uns. Also stellen wir uns jetzt natürlich eine ganz große Frage. Wo bekommt man heute noch attraktive Renditen? Ist ja erstmal eine berechtigte Frage. Also ich lege mein Geld irgendwo an und will in irgendeiner Form dafür vergütet werden. Und natürlich die Frage stellen, also in welcher Form lege ich mein Geld an? Jetzt damit so einer Generation, dass ich eine Mutter habe, die mir sagt, Mensch, Junge, wenn du Zinsen auf dein Geld haben willst, dann tu das doch aufs Girokonto. Dann gehe ich zu meiner Mutter und sage, auf welches Girokonto lege ich denn bitte mein Geld, um dann noch Zinsen zu bekommen? Und dann gerät sie halt so ein bisschen ins Stocken, um dann festzustellen, so, oh, war ja auf dem Girokonto, so ein Sparbuch, das zahlt ja überhaupt keine Zinsen mehr. Also ich gehöre jetzt zu der ersten Generation, obere Ende, die nach mir haben es halt noch schwieriger, wisst, wovon ich spreche, die jetzt mit Aufgaben konfrontiert ist, die es so noch überhaupt nicht gegeben hat. Also ich bin jetzt halt die erste Generation, die sich halt wirklich nach alternativen Anlagemöglichkeiten umschauen muss, weil wir überhaupt keine andere Wahl mehr haben. Also halt diese historische Niedrigzinsphase, jetzt gepaart mit demografischem Wandel, führt jetzt natürlich für jemanden wie mich, der sich halt die Frage stellt, also wo genau kann ich denn jetzt noch eine attraktive Rendite bekommen, die mir dazu helfen kann, irgendwie für mein Alter vorzusorgen, zu einer ganz schwierigen Situation, die aber eigentlich überhaupt nicht so schwierig ist, wenn man sich halt einfach nur mal ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt. Aber dafür sind wir heute hier. Jetzt könnte man natürlich sagen, wo kommt überhaupt diese Verdrossenheit her? Also jetzt hier sitzen halt sehr viele interessierte Leute, also überhaupt zu so einem Börsentag zu kommen, ist ja schon mal eine unglaublich großartige Sache. Aber ich mache das gleiche hier halt auch in Schulen und an Universitäten und der Schnitt in der deutschen Gesellschaft ist, ach, irgendwie Aktien, na, das ist mir eigentlich nichts. Da will ich mich jetzt nicht mit auseinandersetzen, weil das führt auf jeden Fall dazu, dass ich mein ganzes Geld verliere. Und das ist natürlich auch wunderbar in dieser Studie dann nochmal abgebildet worden. Bei einer Geldanlage mit hohen Zinsen und Erträgen akzeptieren wir auch ein höheres Risiko. Der Saal ist natürlich, ja, wie denn auch nicht? Also ich meine, no free lunch und dann, also das ist doch ganz genau das, wie es abläuft. Da kommen die Renditen doch her. Jetzt können wir aber mal gucken, also was sagt uns der Pink Bewalten denn? Trifft überhaupt nicht zu. Also der Deutsche sagt, ja klar, Free Lunch. Das muss doch irgendwie möglich sein. Also ich würde ganz gerne mein Geld irgendwo hinlegen und dann halt im Nachhinein einfach irgendwie ja, das Ganze gut verzinst bekommen und zwar überhaupt kein Risiko. So, wie kommt das? Ja, auch erstmal eine ganz spannende Sache. Also wieso hat der Deutsche diese komische Risikoaversion? Nämlich daran, dass der Risikobegriff als Ganzes nicht wirklich verstanden wurde. Weil, wenn man sich jetzt hier mal so eine ganz simple Wikipedia-Definition dazu anguckt, stellen wir halt erstmal fest, das Risiko ist eine Abweichung von einem erwarteten Ergebnis.
Da wird jetzt nicht einmal gesagt, in welche Richtung. Wir wissen halt einfach bloß weiter. Nach oben oder nach unten. Das war erstmal ganz wertneutral. Das ist genauso wie wenn ich halt damals als junger Mann zu meiner Mutter gegangen bin und gesagt habe, komm mal, ich lege jetzt hier ein Brett auf deine Motorhaube und dann springe ich mit dem Skateboard über das Auto. Dann heißt es natürlich sofort, Junge, du wirst dir das Genick brechen, mach das nicht, das ist zu riskant. Weil es ist dann nie irgendwie das gesagt wird, ja, man könnte es auch genauso gut schaffen und dann der gefeierte Held der Straße sein. Also grundsätzlich hat das Risiko in Deutschland halt immer diesen negativen Beigeschmack, dass erstmal davon ausgegangen wird, dass es halt eine negative Abweichung darstellt. Jetzt muss man aber dazu sagen, das Risiko per Definition ist halt einfach nur eine wertneutrale Abweichung, in welche Richtung auch immer. Also die Rendite, die wir ja gerade suchen, ist nichts anderes als auch Teil des Risikobegriffs, aber halt einfach als positive Abweichung. So, jetzt wissen wir schon mal, also wir kommen um die ganze Geschichte nicht mehr rum. Sind aber gut sensibilisiert, also wir machen uns überhaupt keine Sorgen mehr, weil wir haben den Risikobegriff verstanden. Stellen uns jetzt natürlich nur die nächste große Frage. Ja, was machen wir jetzt noch? Also wir wollen diese Renditen irgendwie, die Jungen müssen für ihr Alter vorsorgen. Die klassischen Vehikel, zu denen die Eltern halt raten, die führen jetzt gerade mal zu nicht. Also wie genau gehen wir jetzt vor? Dann haben wir diesen kleinen Masterplan zu entwickeln. Der ist mal dreigeteilt. Wir gucken uns zuallererst mal die Voraussetzungen an. Dann Tipps und Tricks, also nachdem die Voraussetzungen erfüllt sind, wie schon gesagt, stellt die Basis dar, gucken wir an, also wie gehen wir jetzt quasi mit diesem neu gefundenen Wissen um. Und dann schauen wir uns nochmal an, wie genau lebe ich denn jetzt mein neues Leben als Investor. Voraussetzungen für so ziemlich alles im Leben, wenn es denn ums Geld geht, stellt diese eiserne Reserve dar. Also Leben ist eigentlich grundsätzlich immer großartig, bis zu dem Zeitpunkt, wo es das nicht mehr ist. Alles lief super, doch dann geht mein Auto kaputt. Jetzt stelle ich fest, ich brauche das Auto, um damit zur Arbeit zu kommen, habe aber das Geld für die Reparatur nicht. Ungünstige Sache. Was mache ich? Mama, ich brauche Geld, ich kann mein Auto nicht reparieren. Ja, ein bisschen Geld auf der hohen Kante hätte mir weiß Gott geholfen, das zu umgehen. Mach den Briefkasten auf, Nachzahlung, Stromabschlag, nicht richtig berechnet worden und auf einmal will die DEW 400 Euro von mir haben. Ja, finanzieller Engpass, weil ich halt wieder auf Null geplant habe, vermeidbar mit einer finanziellen Rücklage. Waschmaschine, genau das gleiche, also wenn ich jetzt ein Hemd brauche, um es auf der Arbeit zu tragen, ist es natürlich dementsprechend unangenehm, wenn ich meine Hemden einfach nicht mehr waschen kann, weil meine Waschmaschine kaputt gegangen ist. Also hier sieht man halt schon, es ist halt grundsätzlich immer eine großartige Sache, ein bisschen Geld auf der hohen Kante zu haben. Und in dem Kontext, in dem wir uns jetzt gerade befinden, ist das halt nochmal großartiger, weil wenn wir jetzt sagen, wir sparen unser Geld, zum Beispiel in den ETFs, an der Börse. Die Marktlage ist gerade nicht so rosig und wir brauchen aber schnell Geld, um das Auto zu reparieren, weil ich sonst halt irgendwo hinkomme, führt das natürlich automatisch dazu, dass ich halt Aktien verkaufen müsste, die ich aber halt eigentlich für einen ganz anderen Zweck, nämlich auch für ein langfristiges Investment geplant habe. Vor dem Hintergrund Nummer 1, wir schaffen uns diese eiserne Reserve an. 3 netto Monatsgehälter, sicher geparkt, im besten Fall auf dem Tagesgeldkonto. Wissen wir, dass es sicher ist, wir kommen schnell dran. Wenn mal was passiert, haben wir das Geld zur Hand. Und dann nicht erst in die Verlegenheit kommen, so auch bei einer schlechten Marktsituation zu verkaufen. So, hier haben wir es dann nochmal, die 3 netto Monatsgehälter. Da halt nochmal einpreisen. Berufsstand, also wie sicher ist mein Job? Muss ich vielleicht irgendwann mal Arbeitslosigkeit überbrücken? Und am besten Fall ein bisschen mehr. Kaufverhalten, also habe ich irgendwie ja, eine Abhängigkeit von Turnschuhen und weiß also auch in den Zeiten, wo es halt wirklich klamm ist, muss ich mir aber jeden Monat 10 Paar Turnschuhe kaufen. Und klar, wenn du eine Familie hast, dann muss die natürlich auch mit einberechnet werden. Jederzeit und sicher angelegt, also jederzeit bereit und sicher angelegt, auch ganz wichtige Sache. Also ich kann halt nicht erst warten, bis mein Sparbuch aufgelöst ist, um dann halt irgendwie meine Autoreparatur zu bezahlen, wenn ich halt morgen wieder bei der Arbeit sein muss und halt quasi jeder Tag, wo ich das Auto habe, eine entscheidende Rolle spielt. Abdeckung der Inflationsrate, da muss ich immer weinen, wenn ich ihn da stehen sehe. Also ich würde halt gerne sagen, ich habe das ein Produkt für euch, wo ihr die Inflationsrate abdecken könnt und halt das Ganze auch noch schnell verfügbar und halt sicher irgendwo liegen habt. Aber wie schon gesagt, also auf dem Tagesgeldkonto, also nehmt die 0,01, 0,2% mit, dann ist halt einfach, dass es wenigstens ein bisschen was dafür gibt, dass das Geld halt hält. Immer noch besser als unter dem Kopf ist. Der nächste, ganz wichtige Punkt, sind die Zeiträume. Also wir müssen uns jetzt halt erstmal vor Augen führen, also was genau haben wir überhaupt vor? Also das hier ist jetzt halt quasi auch gerade vor dem Hintergrund Altersvorsorge, keine Geschichte, mit der man von heute auf morgen reich wird. Wir wollen halt langfristig Kapital aufbauen und vor diesem Hintergrund müssen wir uns natürlich von Anfang an bewusst sein, was haben wir hier vor. Das heißt, also wir planen einen langen Anlagehorizont ein. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, also jetzt merkt man schon so langsam, in welche Richtung das gehen soll. Also einer ist ja da besonders hervorgehoben. Und wenn also hier, ihr erinnert euch, Inflationsrate, die müssen wir auf jeden Fall mal schlagen.
Weil es wäre ja nichts Furchtbares, als wenn wir über mehr als 80 Jahre irgendwo Geld anlegen und dann nach 80 Jahren feststellen, auf Weiher, jetzt hat sich meine Kaufkraft sogar noch verringert. Also eine Rendite überhalb der Inflationsrate wäre mal wünschenswert. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, Sicherheit, ich habe da gerade gesehen, 30% der Deutschen sehen das halt ganz genau so, wird für mich halt am allergrößten geschrieben. Also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als abends ruhig schlafen zu können, weil ich weiß, mein Geld bleibt ganz genau so, wie es ist, unverändert da liegen. Und jetzt natürlich sagen, ja, die risikoarmen Anlagen, eine Staatsanleihe, also man kann sagen, ich investiere in den deutschen Staat, der muss halt auch erstmal pleite gehen, damit ich halt im Nachhinein sagen kann, ich verliere mein Geld. Oder, man erinnert sich jetzt an dieses Yin und Yang Zeichen aus dieser einen Präsentation, die man da in Düsseldorf mal gehört hat und weiß, dass das Risiko erstmal nichts ist, was man per se scheuen sollte. Und jetzt könnte man sagen, okay, dann mache ich halt in Aktien, also jetzt in diesem Fall, schön breit gestreut. Das ist halt quasi mittelständische amerikanische Unternehmen, die da jetzt halt abgebildet wurden. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, also einfach nur die Differenzen dazwischen, also die Inflationsrate, sagen wir mal, das Fahrrad hat mich 100 US-Dollar gekostet. In 2009 kostet das gleiche Fahrrad jetzt mittlerweile 1.174 Euro. Mountainbike, ein großartiges allem Anschein nach. Ja, hätten wir jetzt diese gleichen US-Dollar jetzt in diese Anleihen angelegt, wäre das auch nicht schlecht gewesen, also aus 100 2.000 zu machen, klingt ja erstmal ganz gut. Aber der eigentliche Hit an der ganzen Geschichte ist, wenn man sich jetzt mal die Aktien anguckt, also unser breit gestreutes Geld im amerikanischen Mittelstand, hätten wir aus dem gleichen 100 US-Dollar sage und schreibe 7 Millionen und mehr machen können. Und das ist ja erstmal Wahnsinn. Soll jetzt an dieser Stelle zwei Sachen verdeutlichen. Also zum einen, der Risikobegriff macht sich natürlich durch ganz genau sowas hier bemerkbar. Also das ist halt sehr viel zackiger als diese. Also während der hier ganz entspannt nach oben wandert und man sich überhaupt keine Sorgen machen muss, sind das natürlich diese schlaflosen Nächte, wo man halt wirklich irgendwann mal aufwacht und alle schreien irgendwas von Krise und man muss sich halt erstmal vor Augen führen, okay, das ist Teil von dem, worauf ich mich hier eingelassen habe, aber das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist, dass ich mich von Anfang an mit den Anlagezeiträumen auseinandergesetzt habe, was dann natürlich dazu führt, dass man halt auch ganz entspannt sagen kann, okay, Markt bricht mal um die Hälfte ein, aber das ist überhaupt kein Problem, weil ich mache das Ganze hier für die nächsten 50 Jahre. Also erstmal eine ganz großartige Sache. Wenn man sich halt vorher vor Augen führt hat, ja, das ist ungefähr die Haltedauer, die ich hier einplane. Dann können wir uns das Ganze jetzt hier nochmal anhand vom DAX angucken. Also Renditebereich ist ja so ein Klassiker in dieser ganzen Welt, das nutze ich jetzt einfach nur nochmal, um zu verdeutlichen, was will ich hier überhaupt mit diesen Anlagezeiträumen. Also je weiter das nach innen, also die Spitze des Dreiecks läuft, wenn wir so gucken, desto länger halten wir das Ganze. Und man hat quasi, also dieser Rand sind halt relativ kurze Anlagedauer. Und kann man mal die Lupe drauf werfen und dann sieht man halt, ne, also jetzt hier zwischen 15 Jahren, ja, immer mehr, haben wir da gewisse rote Felder, die sich aber sammeln und zwar an ganz genau einer Stelle am äußeren Rand. Und das ist nämlich also ganz genau der Trick mit diesem langen Anlagehorizont, also dass man sieht, also je weiter man also in dieses Dreieck reinwandert und halt quasi je länger man die ganze Geschichte hält, desto grüner wird das Ganze. Also halt langfristig, wenn man jetzt halt sich auf diesen DAX beschränken möchte, hätte man halt quasi, also wenn man es halt über 10 Jahre gehalten hat das Ganze, man nur noch, also vielleicht mal eine Nullrunde gedreht oder halt mit einer ganz schwachen Rendite abgeschnitten, aber halt je länger man das hält, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, damit dann auch langfristig einen Gewinn zu erzielen. Muss man sich natürlich immer noch vor Augen halten, ja, es hat auch die Roten, wenn man halt sagt, ich kaufe es heute und ich verkaufe es morgen wieder. Da kommt diese Verdrossenheit her, 2000 neuer Markt, au weia, so, kaufst du das und dann verbrennst du dein ganzes Geld, aber wenn man halt hier auch wirklich immer gesagt hat, ja, ich kaufe halt breit diversifiziert, vorgegriffen, kommt gleich noch, und plan das Ganze ziemlich lange zu halten, dann ist das weiß Gott eine Alternative, die man sich für die Altersvorsorge, ja, die muss man auch im Schirm haben. Unsere Generation kommt da halt nicht mehr drum herum. Vor dem Hintergrund Anlagezeiträume, die wir machen das Ganze langfristig. Zinseszinseffekt, auch eine ziemlich großartige Sache rund um diese ganze Geschichte, ist der positive Realzins, da lacht er uns wieder an. Also der ist halt ganz entscheidend für diese ganze Geschichte. Wenn man sich ja auch mal guckt, also hier unten haben wir die ursprünglich eingesetzten 1.000 Euro, haben dann die Zinsen, hier, wunderbar, steigen sie linear an, und dann hier im Pink drüber wächst aber irgendwas exponentiell, und wenn man halt hier gucken möchte, macht halt der Pink-Ball fast die gleiche Summe aus wie der Grüne und der Linie zusammen. So, wie kommt das? Ja, das ist halt einfach wachsendes Vermögen, und so sieht das dann halt bildlich dargestellt auch tatsächlich aus. Man sich halt einfach überlegt, also, Tesorira, kommen wir gleich auch nochmal zu, dass man dann einfach sagt, also ich bekomme Dividenden dafür, dass ich an einem Unternehmen beteiligt bin und nutze die aber, um sie halt quasi direkt wieder in neue Aktien anzulegen, anstatt mir zu sagen, so oh, super, jetzt habe ich aber 37 Cent Dividende bekommen, die lasse ich mir direkt mal auszahlen und gehe mir davon irgendwie Bömskis am Kiosk kaufen.
Ist aber halt Spaß, wenn man so behandelt, führt es ganz genau dazu, dass man halt einfach irgendwie die ganze Zeit irgendwie so hier dann rumläuft. Das ist halt quasi einfach ganz genau, dass hier einfach ja, nicht mitgenommen wird. Und vor dem Hintergrund definitiv, also wenn man die Möglichkeit hat, ist der Thesaurierer dem ausschüttenden ETF halt zu bevorzugen. Gott, jetzt greife ich aber schon eine ganze Menge vor. Zinseszins, merkt euch das. So, für den nächsten ganz entscheidenden Punkt hole ich jetzt nochmal ein bisschen aus. Weil der so unglaublich wichtig ist, dass ich mir dafür halt nochmal eine komplette Folie vorlaufen könnte. Also dieser typische Aktienkäufer ohne Strategie geht jetzt mal folgendermaßen vor. Also ich bin ja Generation Facebook-Aktie und es ist halt irgendwie, also im Kneipenmilieu trifft man sich ja mit Freunden und die sagen zu dir, hör mal, hast du mitbekommen, Facebook geht an der Börse. Und dann sitzt du da und hast da irgendwie überhaupt keine Idee von dieser ganzen Geschichte und denkst so, oh ja, das klingt ja erstmal interessant. Facebook ist ein Unternehmen, das habe ich schon mal gesehen. Das ist doch diese blaue Webseite, wo all meine Freunde sind und ich unter anderem auch. Und dann kriege ich das halt mit und beobachte halt auch so ein bisschen den Kurs und stelle einfach fest, so, okay, super, das entwickelt sich gut und es ist ja auch irgendwie, also da sind ja über 1 Milliarde Menschen angemeldet. Das ist wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit ein ziemlich gutes Investment. Steigt dann also hier ein, der freut mich auch noch ein bisschen ins Leben, so, ich denke so, ah, nach so einer anfänglichen Skepsis oder Aktie gekauft, die erste in meinem Leben wohl bemerkt, also davor, wo ich mit dem ganzen Zeug nichts zu tun habe, kaufe sie jetzt aber halt da oben und bin dann auch irgendwie für ein paar Tage froh, laufe sogar noch rum mit geschwollener Brust und erzähle der Welt, ich bin jetzt auch an der Börse und ich verdiene mich da dumm und dämlich, weil Facebook so ein geniales Unternehmen ist. Jetzt bricht dieser Kurs aber ein. Und ich bin auch erst ganz verunsichert, weil ich halt überhaupt keine Ahnung habe, was da passiert. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, oh ja, super, Facebook-Aktie, das kann ja irgendwie so nach oben gehen, aber dann halt irgendwann, was merkt man dann, ja, der Kurs bewegt sich halt nach unten und hört auch gar nicht auf und dann kommen hier so auch zum ersten Mal die Fragen. Ich mir einfach denke, ja okay, da sind zwar irgendwie alle Leute angemeldet, aber wie verdient Facebook denn überhaupt Geld? Also wie viel ist es halt wert, beim Kollegen ein Katzenvideo auf die Pinnwand zu posten und wo genau verdient Facebook jetzt wirklich das Geld? Muss man halt dazu sagen, das war eine Zeit, also da war das halt noch nicht mit AdWords und mit den ganzen Werbeanzeigen, wo man sich halt irgendwie ganz klar sagen konnte, also das ist wie Facebook Geld verdient. Also da war das relativ unklar. Und dann bricht das Ganze halt ein und dann halt irgendwann, nachdem es halt genug eingebrochen ist, nachdem dann halt irgendwie auch die große Frage aufkommt, hat das überhaupt irgendwie ein Businessmodell, was halt irgendwie langfristig Geld verdienen kann? Und dann verkaufe ich das aber. Ah, oh Gott, das hat mir alles nicht gut getan. So, dann bildet sich jetzt halt der Boden und dann hier steckt er halt langsam wieder an und das Erste, was ich mir halt denke, ist so, ha! Die ganzen Doofköpfe, die jetzt halt gerade Facebook-Aktien kaufen, werden sich noch wundern, wenn das die Tage auf Null geht, weil Facebook hat halt kein Geschäftsmodell, was langfristig Gewinne machen kann. Ja, und jetzt hört der bei euch auf zu steigen und dann kommen halt also die ersten Geschichten. Also damals war das halt so eine große Kooperation mit Motorola, da hieß dann, Facebook baut jetzt auch Hardware und da wird jetzt ein Telefon hergestellt. Dann ging das halt langsam mit der Werbung los und ich meine, jeder, der ein bisschen aufpasst, hat das wahrscheinlich schon mitbekommen. Also wenn man das halt da irgendwo gekauft hätte, nachdem es die ersten 40% verloren hätte, dann würde man sich heute weiß Gott die Hände reiben. Egal warum, schwer verdrossen, kaufe ich dann halt quasi fast zum Höchststand dieser Aktie wieder und bin aber halt, weil ich schweren Herzen am Punkt angekommen, wo ich einfach sage, ja okay, also das mit den Aktien, das ist eigentlich nichts für mich. Und jetzt die große Frage, was genau hat dieser Mann hier falsch gemacht? Die stelle ich ins Publikum, die Zeit nehme ich mir. Emotional, ja. Hat sich in der Kneipe verleiten lassen. Hat sich überhaupt nicht mit dieser ganzen Geschichte auseinandergesetzt, einfach dem Kumpel geglaubt, das wird schon irgendwie gut laufen. Nur zu teuer angekauft. Ja, also ich weiß, zu dem Zeitpunkt weiß ich ja noch, wir haben ja noch alle gedacht, dass das wird sich total gut ergeben mit Facebook. Aber ja, wahrscheinlich auch noch zu teuer eingekauft. Ja, ist ja kein Ziel und keine Rentedauer, also wie lange ich da Zeitpunkt ausgeben. Ja, wobei. Stop Loss. Ich denke mal, das Team wäre ja gewesen, ich halte die halt, bis ich Millionär bin. Aber es ist sogar tatsächlich noch viel, viel simpler. Und das nimmt es jetzt dieser Hase von der Wall Street mit. Und er sagt nämlich, an dieser Wall Street habe ich ganz genau eine Lektion gelernt. Und zwar niemals alle meine Eier in einen Korb zu tun. Und wenn man jetzt nochmal zurückdenkt an unseren Investor ohne Strategie, ist natürlich ganz genau das passiert. Also das Zauberwort, da oben steht es halt drüber, Diversifikation sagt im Endeffekt nichts anderes aus, als ein Risiko zu streuen. Das ist das absolut Wichtigste in dieser ganzen Geschichte, weil jetzt hier unser Kollege kann natürlich auch langfristig keinen Gewinn machen, einfach aufgrund der Teil, ich meine, klar hätte er das machen können, aber es wäre statistisch nicht unbedingt wahrscheinlich gewesen. Aber die Idee ist natürlich, dass sein komplettes Risiko für seine ganze Wertanlage mit dem Schicksal von Mark Zuckerberg steht und fällt. Also der Typ in Zeiten des Datenskandals, dem wäre es wahrscheinlich ziemlich schlecht gegangen
Und vor diesem Hintergrund hier natürlich, also die Hase hat mehr als recht, also wenn man halt sagt, okay, ich möchte halt Geld am Kapitalmarkt investieren, sich halt immer die Frage zu stellen, also wie genau verteile ich mein Geld denn auf verschiedene Schultern, weil wenn nur Mark Zuckerberg dafür verantwortlich ist, wie meine komplette finanzielle Zukunft abläuft, dann ist das natürlich erstmal eine schwierige Sache. Wenn der jetzt gesagt hätte, okay, also Facebook, so ein Tech-Unternehmen, dann nehme ich dann irgendwas Stabiles dazu, was wenn ich ein Autobauer aus Deutschland und kaufe irgendwie noch eine Daimler-Aktie dazu, dann wären es schon mal zwei Personen gewesen, die halt quasi das Risiko, was dieser Mann tragen muss, teilen. Wenn man das jetzt mal hochrechnet ins Jahr 2018 mit all den Möglichkeiten, die wir haben, also dass man quasi mit einem Wertpapier gleichzeitig 1600 verschiedene Unternehmen kaufen kann, das ist natürlich der absolute Wahnsinn, dass es halt Leute gibt, die halt immer noch sagen, meine komplette finanzielle Zukunft basiert auf Unternehmen XY. Na, hier das Ganze nochmal in Zahlen. Also jetzt haben wir hier das konzentrierte Portfolio, immer noch besser als unser Anleger ohne Strategie, da haben wir schon mal 4 gekauft. Dann das Portfolio B daneben, das diversifizierte. Dann können wir uns mal hier, also der hält halt diese 4 Aktien, hat eine erwartete Rendite pro Jahr von 7%, was der erstmal ganz stattlich ist, wenn man sich überlegt, also das Girokonto und das Ganze drumherum momentan null zahlt, hat aber halt auch ein erwartetes Risiko von 14% pro Jahr. Also jetzt mal auf 100 Euro, die da liegen, kann er halt 107 draus machen oder halt die 14 verlieren. Und wenn man sich jetzt das andere dazu anguckt, also jetzt verzehnfachen wir, verelffachen wir und einen kaputten dabei, die Anzahl der Unternehmen, die wir halten, und wir stellen jetzt halt fest, also für diese 45 Aktien, was passiert? Die erwartete Rendite sinkt ab um einen Punkt. Denkt man sich jetzt natürlich erstmal, ah Gott, dieser eine Punkt, der ist langfristig auch wertvoll, hat er doch gesagt, lange Anlagehorizonte. Aber wenn man dann mal einen Blick auf das Risiko wirft, dann fängt man halt an zu staunen, weil das Risiko hat sich um 5 Punkte abgesenkt. Also halt diese breite Diversifikation, die tut halt enorm viel Gutes, wenn es halt einfach darum geht, halt quasi langfristig solche Geschichten zu halten, weil es das Risiko minimiert. Und vor diesem Hintergrund ist das diversifizierte Portfolio, dem undiversifizierten, konzentrierten Portfolio, immer zu bevorzugen. Einfach darum geht, dass man halt nachts ein bisschen besser schlafen kann und dass man halt nicht so wie dieser verdrossene Kneipenanleger da am Ende steht und sagt, Aktien mit mir. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das klingt aber unglaublich aufwendig, also soll ich mich jetzt halt wirklich hinsetzen und diese kompletten 45 Aktien halt irgendwie einzeln aussuchen? Das, welche nehme ich denn da? Und jetzt macht der wahrscheinlich auch noch weiter und will, dass ich irgendwie 1000 verschiedene halte, wenn nicht noch mehr. Sagt das gut diversifizierte Portfolio, das sind irgendwie 3000 bis 5000 verschiedene Wertpapiere. Und das ist jetzt das Schöne an so einem Fonds. Also dass der Fonds im Gegensatz zum Einzelpapier halt ganz genau das macht. Also ich sammle jetzt von Ihnen allen das Geld ein, nimm das und stellvertretend für Sie, ich als Fonds, fange halt einfach an, dieses Geld zu verteilen. Und dann halt quasi dieses Bündel aus dem Geld, mit dem ich halt investiere, nennt sich dann halt der Investmentfonds und das kann dann zum Beispiel in Aktien investiert werden. Jetzt könnte man zum Beispiel sagen, Fonds auf den DAX, der quasi einfach das Geld nimmt und damit in DAX-Unternehmen investiert, spart einfach schon mal die Arbeit, diese ganzen 30 Unternehmen einzeln einzubauen. Und jetzt, und das ist nämlich das eigentlich wirklich Großartige an der ganzen Geschichte, in diesem Jahr 2018 zu leben, also das ging zwar 2004 schon los, aber heutzutage ist es halt einfach einfacher als jemals zuvor, damit überhaupt in Kontakt zu kommen, ist halt diese Erfindung des ETFs. Also der ETF als passiv gemanagter Investmentfonds macht im Endeffekt nichts anderes, als einen Index nachzuempfinden. Also während der aktive Fondsmanager sich halt, nein, ich will nicht sagen anmaßt, aber sich halt zutraut, in der Lage zu sein, halt quasi einfach besser zu arbeiten als im Index selber. Der DAX steigt um 5% und der aktive Fondsmanager sagt, ich schaffe es aber quasi mit den gleichen Unternehmen irgendwie 7% daraus zu machen. Hat dieser ETF als passiv gemanagter Fonds überhaupt keinen Anspruch, in irgendeiner Form besser zu sein als der DAX. Der möchte einfach nur genauso sein wie der DAX. Was natürlich langfristig, ihr erinnert euch an das Renditedreieck, grundsätzlich nicht verkehrt ist. Und uns natürlich einfach diese Möglichkeit gibt, wenn man halt sagt, ich empfinde halt einen Index nach, unglaublich weit zu streuen. Also wenn man jetzt zum Beispiel MSCI World nachempfindet, wo wir halt irgendwie 1600 aus der ersten Welt zusammen mit dem MSCI Emerging Markets, wo wir dann halt nochmal 800 aus den Schwellenländern damit dazu nehmen, haben wir halt quasi mit zwei Papieren, die wir halt kaufen können, die Regelmäßigkeit gucken wir uns dann gleich nochmal an, halt unser Geld in den ganzen Globus auf mehr als 2000 Schultern verteilt, was natürlich das Risiko enorm hemmt, wenn man sich halt einfach überlegt, damit ich mein Geld verliere, müssen halt gleichzeitig 2400 Unternehmen auf der ganzen Welt pleite gehen. Also es entspannt die ganze Geschichte. Ja, also es wird halt nur umgeschichtet, wenn sich die Indexzusammensetzung ändert. Also so ein Index ist halt zusammengesetzt wie so ein Fußballliga, also wenn du halt in der zweiten Liga besonders stark spielst, und in der ersten Liga spielt halt einer schwach, dann rutscht halt quasi der aus der ersten runter in die zweite, der andere steigt auf. Das funktioniert hier halt genauso, nur halt mit dem Volumen des Unternehmens. So, und jetzt
Wieso ist das unglaublich gut geeignet, damit fürs Alter vorzusagen? Ist aufgrund dieser Sparplanfähigkeit. Und das ist eine wirklich großartige Sache und das gebe ich jetzt hier allen mit an die Hand, weil das erleichtert einfach bei diesem ganzen Ärger drumherum, dass man jetzt einfach diese Möglichkeit hat, so einen ETF-Sparplan einzurichten und damit halt dieses langfristige Vermögen aufbauen kann. Also man nutzt halt den Zinseszinseffekt, klar, indem man einfach sagt, also ich nehme mal einfach ein, der mir die Zinsen halt direkt wieder reinvestiert in das Ganze. Also der kauft für mich jetzt halt einfach nur noch mehr ETFs mit dem Geld, was da am Ende rauskommt. Das kann man schon ab unglaublich kleinen Beträgen machen. Also ich habe jetzt vor kurzem eine Bank gesehen, die hat halt ETF-Sparpläne ab 20 Euro angeboten, was nicht wirklich viel Geld ist, wenn man sich halt überlegt, wo man überhaupt 20 Euro in einem Monat ausgeben kann. Es spart eigentlich das ganze Market-Timing. Also ich weiß nicht, es gibt bestimmt Leute hier in dem Raum, die das mal gemacht haben. Also die halt einfach da gesessen haben und den bestmöglichen Einstiegszeitpunkt gesucht haben. Und das raubt einem den Schlaf. Das hier nimmt einem die ganze Mühe ab, man setzt sich einfach hin, man richtet sich einen Sparplan ein und man weiß, also er kauft jeden Monat für mich Anteile an diesem ETF und halt langfristig kommt da im Endeffekt halt eine anständige Rendite raus. Und, gucken wir jetzt wahrscheinlich als nächstes uns den Cost-Average-Effekt noch an, also das ist halt quasi dieses Ganze, habe ich zum höchsten Kurs gekauft, da wie unser Investor ohne Strategie und dann zum schlechten Zeitpunkt wieder verkauft, das soll dann auch alles nicht mehr unsere Sorge sein, weil wir halt den Durchschnittskostenpreis realisieren können. So, dann ist er auch direkt. Cost-Average-Effekt sagt nichts anderes als Durchschnittskosteneffekt. Also wir können halt irgendwie, wenn wir diesen Effekt nutzen, den durchschnittlich besten Preis für ein Wertpapier bekommen. Funktioniert halt folgendermaßen, also wir richten uns halt diesen Sparplan ein und sagen, wir möchten halt für jeden Monat für 100 Euro ETFs kaufen. Ja, erstmal eine gute Sache. So, zum 1.1. kostet halt ein Anteil an dem ETF 50 Euro. Führt dazu, dass wir für unsere 100 Euro zwei Anteile im ETF bekommen können. Soweit so gut. Jetzt passiert was für uns sehr vorteilhaft ist, was natürlich einfach auf dieser Sparplanfähigkeit resultiert, ist, dass der Kurs sinkt ab. Also der Anteil kostet jetzt auf einmal 25 Euro und dann quasi für diese gleichen 100 Euro bekommen wir jetzt halt vier Anteile an dem gleichen ETF. Der eigentliche Wahnsinn hier an dieser Geschichte ist halt ganz genau die Situation, also wenn die ganze Welt rumschreit, oh mein Gott, der Markt ist im Keller, kann man sich halt quasi in so einer Situation halt entspannt zurücklehnen und sich sogar noch freuen, weil man weiß, man kauft halt zu diesem Zeitpunkt einfach mehr Anteile, die, wenn sich der Markt erholt, natürlich alle im Wert mitsteigen. Großartige Sache. So, zum 1.3. passiert dann auch ganz genau das. Ne? Also der Anteil kostet jetzt auf einmal 100 Euro. Das heißt, wir bekommen nur noch einen davon. Ja, unangenehm. Man muss sich aber halt auch immer vor Augen führen, dass die vier, die wir davor für 25 Euro gekauft haben, halt auch halt mit nach oben gezogen sind, auf den 100er drauf. Ja, und dann halt am 1.4. kostet das Ganze wieder 4 oder 50 Euro, kriegen wir dann wieder die zwei Anteile und so weiter und so fort. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Nämlich ganz genau das, dass wir halt in der Lage sind, den Preis für das Ganze einfach zu plätten. Also wir kaufen dann einfach viele, wenn es günstig ist, wir kaufen wenige, wenn es teuer ist. Führt natürlich dazu, dass wir halt am Ende der Laufzeit, die wir investiert haben, ganz genau den bestmöglichen Preis realisiert haben. Ziemlich großartige Sache, entspannt das Ganze. Zwischenfragen jetzt oder später? Ich würde fast sagen später, weil ich glaube, ich liege gut in der Zeit, dass ich am Ende auf jeden Fall noch 5 Minuten hier für Fragen am Ende rausholen kann. Dann, das auf jeden Fall bei dem Sparplan auch noch mit dazu, Dynamik. Also früher oder später wird ihr euch fragen, möchten Sie eine Dynamik einrichten? Ich sage grundsätzlich ja, eine ziemlich großartige Sache, denn das macht im Endeffekt nichts anderes, als dass es halt einfach meine Sparrate dynamisch erhöht. Dann könnt ihr jetzt, also einmal im Jahr, wenn man halt zum Beispiel erhöht, mir die Sparrate um in unserem Beispiel 2%. Hat halt den Vorteil, dass sich halt quasi die Sparrate halt einfach über den Lauf der Zeit halt anpasst. Also hier würde uns die 1,5er Inflation von vorhin halt schon mal abnehmen, würden wir sogar noch drüber liegen. Ganz angenehm, weil wir halt nicht nur den Inflationsausgleich haben, sondern dass der Sparplan halt auch mit uns mitwächst. Also das Ding ist, also wir sind jetzt in einem gewissen Alter, aber in der Regel geht es ja halt einfach immer weiter. Und das, am Anfang hat man halt das Auszubildendengehalt. Sie hören schon, normalerweise mache ich das dann in der Schule. Und dann halt quasi, wenn man halt das Auszubildendengehalt dann irgendwie durch hat, bekommt man dann quasi den Einstiegslohn. Und je weiter man sich in so einer Firma hocharbeitet, desto mehr Geld verdient man auch. Was dann natürlich wieder dazu führt, dass man dann einfach die Kohle ein bisschen lockerer sitzen hat. Das heißt, die 2% fallen halt nicht wirklich ins Gewicht. Aber langfristig gesehen ist das natürlich auch einfach nochmal 2% extra, die man sich halt einfach selber erzeugt für Geld, was einem so im Alltag eigentlich gar nicht braucht. Also wenn er fragt nach Dynamik, wenn auch nur die allerkleinste, eine 0,25er, würde ich auf jeden Fall immer einrichten in so einen Sparplan. Weil mir ist es noch nie aufgefallen, dass sich diese Sparraten erhöhen, weil, wie schon gesagt, also das Einkommen wächst ja in der Regel. Dann hier, ganz jetzt halt nochmal einmal so dargestellt, also der Klassiker, ja, aber ich bin jung, ich habe kein Geld und ich kann doch jetzt nicht irgendwie Aktien kaufen.
Ja, gerade schon, also die Augen öffnen im Moment, dass man das für 20 Euro mittlerweile auch schon machen könnte. Also hier nehmen wir die 25, weil das ist ja quasi das Gängige. Dann kann man jetzt halt sagen, im Quartal, das ist ja quasi das Maximum, was man halt quasi an Zeitraum für den Sparplan einrichten kann. Aber in unserem Beispiel rechnen wir jetzt halt mit monatlich weiter, dann sind die Zahlen ein bisschen schöner. Wenn man jetzt halt einfach sagt, also wir nehmen Weltmarktfonds, die MSCI-Geschichte, setzen die Rendite von 8% voraus. Ja, das ist mehr als realistisch für das, was wir da vorhaben. Und haben hier jetzt natürlich die Dynamik drin. Das habe ich auch schon 100 Mal gesagt. Also ich denke mal, jeder will am Ende die Dynamik mitnehmen. Lohnt sich. Und wenn man dann halt mal guckt, dass selbst diese 25 Euro, die wir einfach monatlich sparen, in diesem ETF-Sparplan, sind nach 20 Jahren schon tatsächlich zu 16.000 Euro angewachsen. Was ja erstmal eine ganze Menge Geld ist, wenn man sich überlegt, 25 Euro tun im Alltag überhaupt nicht so weh. Also wenn es jetzt halt wirklich darum geht, im Monat irgendwo 25 Euro einzusparen, soll es vielleicht am Wochenende einmal rausgehen oder mal ein T-Shirt weniger kaufen, kann aber halt quasi langfristig vor dem Hintergrund, also das Alter vorzusorgen oder halt 20 Jahre auch schon für irgendwelche mittelfristige Ziele, was kann ich mir ein wirklich schickes Auto kaufen irgendwann mal, hat sich natürlich schon enorm rechnen. Und dann im nächsten Extrem, also wenn wir uns jetzt mal überlegen, also okay, wir haben das Geld locker sitzen, also die Ausbildung ist jetzt fertig und dann mache ich halt richtig Karriere in einem Unternehmen und kann mir jetzt halt leisten, jeden Monat 250 zur Seite zu bringen. Und weil hier nach 20 Jahren schon auf 165.000 Euro zurückblicken. Und um jetzt nochmal auf diese Macht des Zinseszinseffekts zurückzukommen. Also wie unglaublich wertvoll das ist, diesen Zinseszinseffekt halt quasi in Form von diesen Thesaurierern halt auch wirklich zu realisieren. Jetzt wenn man sich überlegt, dass halt quasi die Hälfte von diesen, sagen wir mal, 160.000, 80.000 sind, die man jetzt erstmal für 10 Jahre annehmen würde und das Ding jetzt aber am Ende nicht bei 240.000, also bei einer Viertelmillion steht, sondern dank dieses Zinseszinseffektes und natürlich der Dynamik, die wir eingebaut haben, schon mittlerweile auf 430.000 Euro angestiegen ist. Also das ist halt quasi, da kommt jetzt halt alles zusammen. Wenn man sich halt überlegt, also der Zinseszinseffekt, also wir haben halt quasi immer mehr ETFs, die immer mehr Dividenden für uns produzieren, mit denen wir immer mehr ETFs kaufen können über einen langen Zeitraum. Das Ganze halt quasi mit dem Cost-Average-Effekt, also dass wir diese Marktschwankungen natürlich halt auch für uns überhaupt keine Rolle mehr spielen. Und das Ganze dann nochmal mit gepackt in der Dynamik sieht man halt, also dass dieser Unterschied von 20 auf 30 Jahren halt nochmal einen Riesensprung ausmacht. Wenn man halt quasi wirklich sich vorher damit angefreundet hat, ich lasse das Geld ja für 30 Jahre liegen. Wertvoll. Dann ist natürlich die Frage, also sollen es jetzt nur Aktien sein? Ja, nee, das gut diversifizierte Portfolio hat natürlich halt auch noch andere Stärken. Also jetzt hier mal ganz simpel, nur dass man es halt einmal gesehen hat. Also da haben wir jetzt mal gesagt, also 50%, wenn man jung ist, der Großteil von dem Geld, was man so überhaupt besitzt, im Westfall eine einzelne Reserve, um halt vorzubeugen, falls das Auto mal kaputt geht. Dann nehmen wir halt 40% davon, die legen wir in Aktien an. Und 10%, um das Ganze halt noch ein bisschen gestreut zu haben, dafür machen wir Rohstoffimmobilien, kann man mittlerweile auch alles in Fondsform machen, kann man. Dann kann man sich jetzt natürlich hier noch weiter simplifiziert anschauen, also was genau macht das, hat das denn dann für Auswirkungen, wie genau die Zusammensetzung meines Portfolios ist. Dann haben wir hier oben die risikofreie Anlage, nennen wir es mal die deutsche Staatsanleihe oder halt in unserem Fall das Tagesgeldkonto. Und hier unten den Anteil des Portfolios, also das sind dann halt unsere Aktien. Und haben dann jetzt hier mal eins, wo wir sagen, also wir nehmen unser ganzes Geld und packen das in Aktien, was eine langfristige erwartete Rendite von 9,3% erzeugt, was ja, wenn man halt mit der heutigen Zeit guckt, unglaublich ist, hat aber natürlich halt auch diesen maximalen jährlichen Verlust von 25%. Also auf 100, die da liegen, könnte ich da theoretisch aufwachen, das sind nur noch 75 da nach einem Jahr für diese 9,3%. Auf der anderen Seite, wenn man halt sagt, ich bin eher der defensive Typ, ich lege es nicht so drauf an, könnte man natürlich sagen, also ich nehme jetzt diese risikofreie Anlage, tue da 90% des Geldes rein und investiere nur 10% in die Aktien, muss man natürlich auch hier dazu sagen. Ne? Also quasi die langfristige Rendite bei 3%, also das schlägt immer noch jedes Girokonto, Tageskonto und so ein Sparbuch. Und vor allem halt auch mit dem Risiko, was halt quasi unter der Renditeerwartung liegt, das ist natürlich auch wirklich angenehm, weil damit kann man halt immer noch sehr gut schlafen und hat natürlich aber halt auch diese Sorgen hier nicht. Und dann natürlich hat man grundsätzlich immer erstmal die Möglichkeit, je nach persönlicher Risikopräferenz sich das Ganze so zusammenzustellen, wie es einem dann selber beliebt. Weil man sieht ja also diese ganzen verschiedenen Zusammenstellungen, haben wir mal die Zahlen dazu anguckt. Wenn man sagt, ich hätte ganz gerne einen maximalen Verlust von unter 10%, kann man dann aber immer noch auf eine Rendite von 6,1% zugreifen. Das muss aber halt jeder für sich selber ausmachen, also wie viel Risiko kann ich eingehen, damit ich nachts noch ruhig schlafen kann und natürlich dann hier, wenn die deine Geschichte noch machen.
Ja, Allokation natürlich auch noch so eine Sache. Also wenn man sich jetzt halt wirklich für sich persönlich entschlossen hat, so genau würde ich gerne mein Risiko aufteilen, man natürlich das Problem, dass diese Märkte natürlich in Bewegung sind, wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Und das führt natürlich dazu, dass sich so ein Portfolio, also dass sich das Depot, dann halt früher oder später auch einfach verschiebt. Also jetzt hier, wir haben halt gesagt, ich hätte gerne 50% Anleihen, 50% Aktien, das ist genau die richtige Risikoallokation für mich. Und jetzt passiert aber was ganz Spannendes, also eigentlich was relativ Positives für uns, nämlich dass sich der Aktienanteil aufgrund von Wertsteigerungen jetzt halt auf 60% erhöht und wir halt quasi dann, da im Vergleich dazu, nur noch 40% Anleihen da drin haben. Und Sie sagen, au, Hilfe, das ist aber furchtbar, so möchte ich das nicht haben, ich will wieder die 50-50 Aufteilung haben. Und dann würde solche Allokation im Endeffekt nichts anderes, als dass man jetzt halt einfach sagt, dass ich nehme das Rebalancing vor und stelle dann einfach wieder jetzt, also diese 50-50 Verteilung vor. Und ich will jetzt ein bisschen über den Tisch lehnen. Ja, das ist halt quasi der Anleihenanteil wird halt um 10% erhöht und bei den Aktien nehmen wir 10% wieder raus. Kaufen und verkaufen. Das auch nochmal wichtig, vor dem Hintergrund Anlagezeiträume. Also wann genau ist denn jetzt welcher Zeitpunkt für mich als junge, mittelalte, ältere Person gut, welche Aufteilung in meinem Portfolio zu haben? Also haben wir jetzt hier drei verschiedene. Gucken wir uns erstmal das Offensive an. Also mit 30 sagt jetzt der junge Wilde, ich nehme all das Risiko, ich mache nur in Aktien. Für den wäre es dann halt sehr, also wünschenswert oder ratsam zu sagen, also dass halt quasi mit allen 5 Jahren, die du halt älter wirst, halt ein Stück aus dem Aktienanteil wieder rauszugehen. Das dann halt einfach umzuschichten zu etwas sichereren Anlagen. Hat den Hintergrund, dass man natürlich jetzt nicht 100% in Aktien sein möchte und dann halt irgendwie einen Tag vor der Rente bricht der ganze Markt zusammen, das komplette Portfolio verliert 80% an Wert und alles, was wir halt fürs Alter vorgesorgt haben, verschwindet dann im Endeffekt einfach so in der Luft. Vor dem Hintergrund, also je älter man wird, langsam umschichten in sichere Anlagen, dass das Geld, wenn man es braucht, auch da ist. Wieder also eine Reserve, nur nochmal ein bisschen größer. Ja, und dann das konservative Portfolio, also selbst da muss man auch dazu sagen, selbst das konservative Portfolio startet mit 80% in Aktien. Wenn man jung ist, weil man halt einfach die Zeit hat, diese ganzen Marktschwankungen noch abzufangen. Also wenn man halt wirklich sagen kann, also ich habe von 30, ich bin ja Optimist, ich sage, wir werden bestimmt alle 100 und immer noch 70 Jahre, um halt quasi Marktschwankungen abzufedern, kurz im Hintergrund, also kann man hier auch problemlos mit 80% starten, kommt dann am Ende bei 40% raus. So, dann können wir jetzt nochmal hier durchgehen, also diese richtige Balance in dem Portfolio, also was ist genau, sorgt jetzt dafür, dass ich mich halt wohlfühlen kann mit der Wertanlage, die ich habe, weil man halt diese ganzen Schritte durchlaufen ist, steht man halt irgendwann an dem Punkt, wo man halt feststellt, okay, super, ich habe jetzt mein Geld am Kapitalmarkt, zum ersten Mal arbeite ich mein Geld für mich und ich kann mir halt wirklich guten Gewissens sagen, im folgenden Zeitraum muss ich nur noch das, das und das machen, also man kann viel pragmatischer an die ganze Sache rangehen, muss jetzt halt einfach wirklich nur noch das letzte Feintuning über die Rahmenbedingungen vornehmen. Also den ersten hatten wir ja schon, Risiko einstellen. Also man muss sich halt wirklich hinsetzen und sich herangehen, wie viel Risiko kann ich umgehen. Also kann ich jetzt irgendwie als wahnsinniger Typ sagen, ich nehme all mein Geld und investiere das in Kryptowährung, ist das das Risiko, was ich haben möchte, dann ist das deine Risikoeinstellung und das ist halt super. Oder gehörst du halt zu den Leuten, die sagen, ich hätte mein Geld aber am liebsten irgendwie unter dem Kopfkissen, wo ich mit einer Waffe drauf aufpassen kann, dann bist du vielleicht eher der Typ, der es halt auf dem Tagesgeldkonto sicher liegen hat. Alter, ihr erinnert euch an die Folie gerade, das ist noch nicht so lange her, das spielt halt eine relativ große Rolle. Dann, wie groß der Aktienanteil sein muss, weil, ja, nichts Schlimmeres, ein Tag vor der Rente, Lehman Brothers geht zum zweiten Mal pleite, wo auch immer sie bis dahin hergekommen sind, steht man dann schon wieder da. Anlageziele, das ist halt auch nochmal entscheidend bei dieser ganzen Geschichte, weil es geht jetzt halt nicht nur, also man kann natürlich sagen, ich mache das fürs Alter. Ich sage immer, hört mir zu, ihr müsst das fürs Alter machen. So, wenn die in 50 Jahren sagen, es gibt keine Rente mehr für euch, dann kann ich mich auf niemanden beziehen und sagen, ihr habt mir aber irgendwas versprochen. Aber momentan ist der Trend ja, also es nimmt halt immer weiter ab. Und wenn ich dann halt wirklich in 20 Jahren mit einer Einheitsrente konfrontiert werde, dann hätte ich halt besser jetzt angefangen, weil langer Anlagehorizont. Und im Hintergrund besser jetzt als später. Aber neben dem Alter gibt es natürlich noch 100 Millionen andere Sachen, auf die man halt einfach kurz- und mittelfristig sparen kann. Bei kurzfristigem Sparen, also zum Beispiel ein Führerschein oder so. Es ist nicht unbedingt ratsam, von dem Geld Aktien zu kaufen, aber irgendwie ein mittelfristiges, wenn man halt sagt, ich will halt mir eine Immobilie kaufen irgendwann, mein großer Traum ist es immer ein Haus zu besitzen, kann man natürlich hier mit sowas, wenn man halt sagt, ich möchte mir in 20 Jahren ein Haus kaufen, schon mal mit so einer ähnlichen, so, nur quasi auf kleiner, halt auch solche Ziele besparen. Ja, persönliche Lebenssituation, der halt auch immer nochmal ganz wichtig bei dieser ganzen Geschichte, also wir sind halt nicht alle gleich in dem, was wir tun. Es gibt halt Leute, die sind halt
ja, mit 40 schon raus aus dem Gröbsten. Aber es gibt natürlich auch irgendwie Leute, die halt auch einfach gucken müssen, also weiß ich nicht, nennt mal irgendeinen Job, der in 10 Jahren nicht mehr da ist. Busfahrer. Ja, Busfahrer, Taxifahrer, also halt quasi alles, was jetzt bald halt durch autonomes Fahren ersetzt wird. Für den wäre es natürlich jetzt auch nicht unbedingt gut, wenn er halt sagt, ich spare jetzt mein Geld für die nächsten 60 Jahre, kann aber halt irgendwie gut davon ausgehen, dass ich in 10 Jahren arbeitslos bin. Das heißt, der hat natürlich aufgrund seiner persönlichen Lebenssituation halt auch nochmal ganz andere Sorgen. Das heißt, der muss natürlich auch ein bisschen konservativer anlegen, weil der muss halt auch immer gucken, wo stehe ich überhaupt in 10 Jahren, habe ich bis dahin schon umgeschult, kommt dann weiter Geld rein oder brauche ich das Geld vielleicht in exakt 10 Jahren oder beim technischen Fortschritt vielleicht schon in 2. Ja. Berufliche Sicherheit, der fällt da halt auch direkt mit runter. Also, wenn der Job wegfällt, stehst du halt da. Und sonst natürlich nochmal ganz wichtig, also die familiäre Situation, also dass man sich natürlich auch überlegen muss. Also, wenn du jetzt so wie ich nur auf dich selber aufpassen musst, ist natürlich halt sehr viel entspannter, irgendwie Geld in großen Maßen riskant irgendwo anzulegen. Aber wenn es halt irgendwie sein könnte, das Kind, das braucht Geld, um zur Schule zu gehen damit, also eine Ausbildung zu machen, wo Kinder halt so Geld brauchen, oder ich muss dann irgendwie sicherstellen, wenn dem mal was passiert, ich will dem schöne Sachen kaufen, das sind halt auch alles Dinge, wo ich vielleicht mal einen etwas größeren Batzen Geld brauche und vor dem Hintergrund da halt auch mal ein Auge drauf zu haben, wenn sowas passiert, sollte halt auch da Geld da sein. Ja, des Anlegers ab. Und dann habe ich das hier noch anzubieten. Also wenn er sagt, Mensch, das ist aber mal was ganz Eigenes, wie diese Leute sich das dem Thema Finanzen nähern, schaut euch gerne mal die Fun Money Academy an. Ist zwar momentan noch im Aufbau, wir haben sage und schreibe schon ein Video anzubieten, aber wächst halt gerade, sind wir halt ganz fleißig dran mit der ganzen Geschichte. Also auch da allein schon für diese wunderschöne Startseite lohnt sich das hier. Und dann Alex nochmal, diese wunderbare Münze. Macht mir jedes Mal Freude, wenn ich sie sehe. Wenn das denn benutzt, könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen, also quasi hier solche Abenteuer, also sind da viel auch mit der Präsenz unterwegs, aber quasi alles, was wir die letzten 4 Jahre gemacht haben, hören wir natürlich nicht auf, nur weil es das Internet jetzt gibt. Ja, kann man dann einfach mal nachgucken, also hier, sind sie unangenehm, haben Finanzpolitik Kino gemacht, auch eine ganz schöne Sache. Auf Facebook, da solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen, weil wie schon gesagt, das erste Live-Video, was ich in meinem ganzen Leben überhaupt gemacht habe, steht jetzt ganz genau da und ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass es bestimmt sehr dramatisch wird, mich selber mal so zu sehen. Und dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel, als Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit zu danken. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Und dann können wir auch gerne Fragen starten. Und dann...